Was ist ein Schmerzgedächtnis? Wird immer wieder darüber geredet. Es ist so, wie wir uns bestimmte Erlebnisse merken können oder Vokabeln lernen, können wir auch Schmerz erlernen, schmerzhafte Erfahrungen abspeichern. Und das Perfide ist, das funktioniert sogar schon in der neugeborenen Phase, das heißt zu einer Zeit, wo wir uns eigentlich gar nicht bewusst an irgendwas rückerinnern können. Schmerzhafte Erfahrungen werden tatsächlich eingebrannt in unser Gedächtnis. Das funktioniert teilweise wirklich wie eine, ja, wie eine klassische Konditionierung. Ich kann mich an einen Jungen erinnern, den habe ich im Alter von 4, 5 Jahren kennengelernt. Die Mutter hat mir gesagt, immer wenn der ein bestimmtes Wiegenlied hört, fängt er an, panisch zu weinen. Und dann hat sie mir erzählt, als der als Frühgeborenes im Inkubator lag, hat man ihn immer versucht, mit einer Spieluhr zu beruhigen, mit diesem Lied, immer wenn man ihn pieksen musste. Und er hat quasi aus dieser Zeit das noch abgespeichert, wenn dieses Lied kommt, ist es mit Schmerz verbunden. Also selbst in dieser Zeit kann man sowas schon abspeichern. Und wir haben so viele Menschen, die zum Beispiel eine Spritzenangst haben, Nadelangst, die deswegen nicht zum Arzt gehen, weil sie unangenehme Erfahrungen abgespeichert haben. Und das funktioniert in allen möglichen Bereichen. Wir haben viele Schmerzerkrankungen, wo wir gar keine echte biologische Störung oder Schädigung im Gewebe haben und wo wir aber einen Schmerz empfinden, selbst aus dem Gehirn heraus, aus unserem Schmerzgedächtnis produzieren. Und da ist dann auch klar, da helfen oft die klassischen Schmerzmedikamente nicht. Also Menschen wundern sich dann immer, ich schmeiß mir das ein, ich habe das probiert und ich habe immer noch Schmerzen. Ja, weil die in die falsche Richtung zielen. Die zielen teilweise auf die biologische Schmerzursache, die gar nicht da ist.